vor 2 Jahren im Fili hier angeseilt habe, hat mir mein Vater über die Einrichten von der Route Fusion erzählt und gemeint, das wäre mal etwas für mich. Ich habe nachher rübergeschaut und ist mir sofort aufgefallen, dass die Route bei einem Bohrhaken ganz am Ende der Dachkante aufhört und habe dann gefragt, wieso denn das? Und er hat gesagt, nach Originallinie, also nach innen, sieht das nicht so. Sie wollten einfach auf dieser Ausstiegsplatte keine Bohrhaken mehr setzen. Die starken Kletterer sind der Meinung, am Ende der Dachkante sind die Hauptschwierigkeiten vorbei. Und so ist die Route heute auch im Führer eingezeichnet. Ich habe mir aber näher in den Kopf gesetzt, die Route ganz inklusive die Abschlussplatte zu klettern. Und habe beim Einchecken dann gleich gemerkt, dass sich meine Vorgänger vielleicht ein bisschen getäuscht haben. Weil nach diesen Hauptschwierigkeiten die Platte mit Seilzug und ohne Haken noch zu klettern, ist für mich normal anspruchsvoll. Ich glaube, heute ist der Tag. Das ist für mich die eigentliche Schlüsselstelle, wo ich von einem Untergriffloch aus die Füsse sehr weit durch ins Dach nehmen muss und dann einen weiten Zug machen, oberhalb an die Dachkante.
habe ich es tatsächlich geschafft, die Route als erste Frau inklusive Platte durchzusteigen.